Hallo und herzlich willkommen im Wald. Die Sonne hat plötzlich einen Stand angenommen, der es zu interessanten Lichteffekten führt. Aber ja, das ist jetzt halt so, weil ich müsste mich ja sonst bewegen. Und das ist ja nicht wirklich eine Option. Drum bleibe ich, wo ich bin. Und mir ist aufgefallen, ich habe tatsächlich seit längerem keine Messer-Review mehr gemacht. Und ich habe außerdem seit längerem kein Messer mehr gekauft. Ah! Letzteres liegt natürlich am Verheiratetsein. Da gibt es jetzt Vetos für solche Ausgaben. Stattdessen lieber in einen schönen Urlaub investieren. Das ist ja nicht ganz falsch, ne? Im Gegenteil. Aber eins hatte ich tatsächlich noch rumliegen, was mir eingefallen ist, dass ich das noch nie groß erwähnt habe, was das kann und was das nicht kann. Und zwar handelt es sich, Moment, ich muss es noch richtig zumachen, Handschuhe. Jenes hier, das ist ein Cold Steel SRK, Search Rescue Knife, irgendwie sowas. Oder von mir aus auch Survival Rescue oder sonst wie. Jedenfalls, das ist wichtig, dass das im Titel drin steht, insbesondere in Deutschland, weil sonst könnte man ja der Meinung sein, dass dieses nicht ganz unaggressiv aussehende Ding in der taktischen Scheide vielleicht sogar ein taktisches Messer sein könnte und damit wäre es ja ein Kampfmesser und damit automatisch immer eine Waffe und damit egal wann, wie, wo und warum vom Führer Verbot betroffen. Ja, das spielt schon eine große Rolle bei Kampfmesser-ähnlichen Messern. Ist es nämlich wirklich ein Kampfmesser, wo klar ist, dass es ein Kampfmesser ist und vielleicht die Artikelbezeichnung sogar Kampfmesser lautet. Beispiel das Glock-Kampfmesser. Ne? Das habe ich zwar auch schon ein paar Mal vor der Kamera gezeigt, aber inzwischen bin ich da, was das angeht, tatsächlich schlauer geworden. Im Grunde darfst du damit, wenn du nicht irgendeine besondere Genehmigung hast und so weiter und so fort, eigentlich gar nirgendwo rumlatschen. In der Öffentlichkeit. Der Wald zählt ja irgendwo auch als Öffentlichkeit. Und ja, weil es ist ja eine Waffe offiziell und die darfst du bekanntermaßen ja nicht führen, es sei denn, du hast tatsächlich einen Waffenschein. Wichtig, wirklich einen Waffenschein, nicht nur eine Waffenbesitzkarte. Also einen Waffenschein hat sowieso so gut wie niemand, mit Ausnahme der Polizei. Ist das eher unwahrscheinlich, dass wir sowas haben. Das heißt, mit einem Kampfmesser dürfen wir garantiert nicht rumlaufen. Mit einem Search and Rescue Knife, ja, da kann man drüber nachdenken. Ja? Im konkreten Fall ist das Ding natürlich trotzdem nicht 42A-konform. Wer 42A nicht kennt, die meisten von uns, die sich für Messer interessieren, kennen den 42A. Das ist ein Zusatzartikel fürs Waffengesetz, das besagt, dass man Messer ab 12 cm Klingenlänge, Also bei solchen großen Messern jedenfalls sind es ab 12 cm Klingenlänge sind die Dinger nicht zu führen, beziehungsweise du brauchst einen anerkannten Grund, weshalb du sie führen möchtest. Mag sein, dass sich das Messergesetz nochmal verschärft in letzter Zeit, weil man ja der Meinung ist, mit einem noch schärferen Gesetz gäbe es weniger Untaten mit Messern. Ich halte das für ziemlichen Mumpitz. Das hilft nichts, wenn es nicht kontrolliert werden kann. Und da wir nicht plötzlich unsere Polizisten verdoppelt haben und die nicht sofort jeden, der über den Weg läuft, kontrollieren, ob der denn auch garantiert kein Messer dabei hat, ist das völlig blödsinniger Quatsch und nicht umsetzbar, beziehungsweise nicht kontrollierbar und eine unnötige Gängelung der Bevölkerung, weil wer mit dem Messer was Böses vorhat, der trägt das Ding einfach verdeckt, geht dahin, wo er was Böses vorhat, die Chance, dass er da auf dem Weg dahin von der Polizei kontrolliert wird, geht gegen null, insbesondere wenn er ungefähr weiß, wie er dahin kommt und wo er da unauffällig langläuft, so, und dann tut er da was Böses und dann ist was Böses passiert. Und ob das jetzt verboten ist, es ist ja jetzt schon verboten, böse Dinge mit dem Messer anzustellen. Ob da vorher der Gegenstand auch noch verboten war oder nicht, das ist dann irgendwo, ich glaube nicht, dass das jemanden davon abhalten wird. Wer bereit ist, mit dem Messer Gewalttaten zu begehen, der dürfte auch bereit sein, sich über ein Führungsverbot des Messers hinwegzusetzen. Daher, also ich persönlich halte da von dieser Form der Verschärfung des Waffengesetzes so überhaupt nichts. Generell halte ich eine Verschärfung des Waffengesetzes für relativ nicht notwendig, aber kann man sich natürlich drüber streiten. Über die meisten Themen bin ich auch gerne kompromissbereit, aber beim Messer, da hört es bei mir auf, das ist ja irgendwann Quatsch.
Gut, jedenfalls das Cold Steel SRK, das gibt es in meines Wissens derzeit drei Ausführungen. Die edle mit dem edlen Stahl, die würde ich nicht empfehlen, die kosten arschvoll Geld. Ich kann halt einfach nicht verifizieren, wozu man so einen edlen Stahl bei einem Messer unbedingt braucht. Vielleicht gibt es da gute Gründe, ich kenne sie nicht, sehe ich nicht ein. Ja? Dann gibt es die Standardausführung, die ist inzwischen, glaube ich, kaum noch zu kriegen. Das war ein, weiß ich nicht was für ein Stahl, aber laut Hersteller haben sie derzeit noch drei Varianten auf der Cold Steel, so heißen die, Website haben sie das im Angebot. Einmal eben dieses hier, dann die kürzere Version von diesem hier. Die halte ich auch für relativ witzlos, weil die kürzere Version ist dann genau 12,5 cm lang oder ich glaube 13, also gerade so zu lang, um noch legal führbar zu sein. Und dann, wenn sowieso schon nicht mehr legal führbar beziehungsweise ein anerkannter Grund notwendig ist, um das Ding dann doch noch zu führen, in dem Fall würde ich dann sagen, dann darf es auch ein bisschen mehr Klinge sein. Und da finde ich, hat dieses Ding hier auf dieser Art und Weise wirklich eine sehr, sehr gute Länge. Das ist auch wirklich eigentlich das Höchstmaß einer brauchbaren Klinge, was man meiner Meinung nach noch verwenden kann. Muss das so lang sein? Nö, ich glaube, das sind 17 cm oder sowas. Oder 17,5 oder 18 oder nur 16,5, sowas um den Dreh. Ja, muss bestimmt nicht so lang sein. Aber ich habe es übrigens nicht groß sauber gemacht. Ne? Das ist ein Gebrauchsmesser, sieht auch entsprechend aus. Und ist aber wirklich noch praktikabel. Ne? Also wie man sehen kann, das ragt einem jetzt nicht schwertartig hier aus der Hand heraus. Das lässt sich also wirklich noch mit entsprechenden Handgelenksbewegungen auch vernünftig hantieren. Es hat eine gute Länge, um damit zum Beispiel mal ein Stück Fleisch zu schneiden, wenn man das aus irgendwelchen Gründen mit diesem Messer tun kann, möchte. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, funktioniert. Einfach aus Spaß und der Freude habe ich das gemacht, nicht weil es unbedingt viel Sinn ergibt. Und es ist auch noch klein und kompakt genug, um wirklich auch noch vernünftig als Schnitzmesser verwendet zu werden und kann dabei aufgrund seiner Schärfe und eben über die Länge durchaus auch ganz interessant genutzt werden. Also zum Beispiel, wenn man jetzt hier so einen Schnitt setzt und dabei Werkstück und Messer gegeneinander zieht, dann hat man einfach aufgrund der langen Schnittlänge insgesamt, seht ihr, ja, potenziell eine außerordentlich lange Fläche, ja, da kann man die Länge der Klinge auch nutzen, um entsprechend langen Schnitt zu setzen. Das kann ganz interessant sein. Ja, also da ist das noch brauchbar von der Länge her. Noch längeres Messer, da kannst du niemals die gesamte Klingenlänge, kriegst du niemals aufs Holz übertragen. Da ist dann also irgendwo Schluss. Winkel gefällt mir. Anschleifwinkel, das sieht man ja ungefähr hier. Ja, ich weiß, mit dem Licht ist gerade nicht so einfach, aber das könnt ihr hier trotzdem erkennen. Das ist also ungefähr zur Hälfte angeschlichen. Das gibt einen ungefähren Schleifwinkel, ich glaube von 15 bis 18 Grad, sowas um den Dreh. Und das ist schon noch ordentlich, da kann man schon mit arbeiten. Also das ist scharf genug. Es gibt ja zum Teil auch Survival-Messer, die dann eine Klingendicke von jenseits von Gut und Böse haben. Da hat das Ding, glaube ich, 4,5 mm. Das ist sehr, 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 sehr stabil. Das kriegst du also quasi nicht abgebrochen. Da kannst du mit Hebeln und so weiter und so fort 4,5 mm Stahl. Das kriegst du eigentlich nicht wirklich abgebrochen, möchte ich behaupten. Und aber es gibt da eben Messer, die haben die 4,5. Die gehen dann bis vor und machen dann eine kleine Kerbe und haben dann einen total bescheußenden Anschliffwinkel, mit dem sie dann ja eine super stumpfe Klinge letztendlich haben. Also ein sehr stumpfer Keil, der sich durchs Holz arbeiten kann. Und das finde ich ist hier gerade noch so in dem Bereich, dass das ein vernünftiger Winkel ist, in dem das Ding angeschlossen ist und sich dann auch noch vernünftig durchs Holz beißt. Also man kann mit dem Ding trotz der Größe wirklich schön einigermaßen ordentlich schnitzen, und wenn man mal ganz feine Schnitzereien machen möchte, dann kann man es theoretisch auch vorne greifen, ja, und entweder zum Körper hin mit der Spitze arbeiten, was natürlich ein bisschen gefährlich ist,
wie ich das jetzt hier mache. Dann sollte man also schon wissen, warum man das tut, aber es geht. Und ohne Handschuh sieht man es besser. Oder macht halt diesen hier. Und auf diesem hier kann man dann zum Beispiel auch ein bisschen damit bohren. Das geht also auch ganz gut. Die Spitze ist schön spitz. Und eben gerade weil die schön spitz ist, lässt sie sich also für so kleinere Projekte wie eben mal ein Loch bohren, um einen Hering zu machen, wo man eine Schnur durchziehen kann oder sowas, lässt sie sich eigentlich ganz gut einsetzen. Und aufgrund der breiten und großen Klinge kann man es eben auch hier vorne gut packen, um die Spitze für solche Zwecke sicher anwenden zu können, muss trotzdem nicht in die Klinge reinlangen. Ja? Und das andere, es gibt ein Vorgängermodell, da hatten wir das Problem, dass hier viel zu viel Material war zwischen Klinge fängt an und dem unteren Klotz sozusagen. Ja, also da war der untere Klotz hier deutlich, der ging bis hier gefühlt und erst hier ging die Klinge los. Und da hattest du hier also völlig verschwendeten Raum und insbesondere wenn man das Messer so greift, dann will man ja hier auch direkt anfangen zu schnitzen. Noch lieber wäre es mir, wenn das noch weiter runtergehen würde. Also die eigentliche Schneide. Ja? Aber das ist okay. Und dann kann man eben auch wirklich hier greifen und da dann auch sofort schneiden. Ne? Also das ist schon in Ordnung. Also für erstaunlich gut geeignet für filigrane Dinge. Das ist ein SK5-Stahl. Ein SK5-Stahl ist ein Werkzeugstahl für Sägen oder Ähnliches aus Japan. Hohlbeitel, irgendwelche Schnitzwerkzeuge, Drechselwerkzeuge, sowas in die Richtung, wurden da viel draus hergestellt. Ich bin nicht Stahlexperte genug, um jetzt sagen zu können, dass der die und die krasse Eigenschaft hat und so weiter und so fort. Ich halte diese, ja, nur der Stahl ist gut und so weiter und so fort, Geschichte sowieso für ein bisschen fragwürdig. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es sehr darauf ankommt, wie der Stahl behandelt worden ist. Kannst einen guten Stahl nehmen, dann eine scheiß Härtetechnik anwenden und dann ist der Stahl auch Schrott. Und insgesamt ist das Messer definitiv stabil, hält die Schärfe ziemlich lange. Und ich habe es noch nicht kaputt bekommen. Ja, und ich habe es eigentlich schon recht rau behandelt. Dafür ist es ja auch da. Das ist ein ziemlich brachiales Messer. Das darf man dann auch brachial verwenden. Klar, ansonsten würde es ja keinen großen Sinn ergeben. Und trotzdem noch eine gute Schnitzperformance. Eine gute, ja, eine gute wohlgemerkt. Nicht großartig. Also sowas hier, das ist wirklich tipptopp. Da kann man schon schön viel Spaß mit haben. Da fliegen die Späne. Aber wenn man das mit einem reinen Schnitzmesser vergleicht, zum Beispiel so ein Buckfolding Hunter, das ist so eins der schnittigsten, schärfsten Messer. Und da kann man auch hier schön sehen, das hat nochmal einen ganz anderen Anschliff. Das ist erstens eine viel dünnere Klinge. Zweitens beginnt das Ding hier schon jetzt hier sich zu verjüngen zur Klinge hin. Ist außerdem noch eine Hohlkehle. Und das ist also ein ganz anderer Winkel, mit dem du da ans Holz gehst, und das schneidet viel tiefer rein und zack, da ist er schon durch. Ja, einfach weil der Winkel, mit dem das ins Holz beißt, ist einfach ein ganz, ganz anderer, und das ist das zig bessere Schnitzmesser im Direktvergleich. Aber es ist halt auch nur ein Schnitzmesser, das kannst du nicht als Brecheisen verwenden, nichts damit graben, solltest du mit dem SRK auch nicht machen, sonst ist es nämlich stumpf hinterher, aber du könntest es theoretisch oder irgendwelche, keine Ahnung, es irgendwo reinklopfen und dann als Ziehmesser verwenden und was war batonieren natürlich, ne? Batonieren, der Elefant im Raum. Ja, das geht natürlich mit dem SRK alles, wo habe ich es denn? Da. Alles auch, ja. Es ist also so ein ziemliches Universalmesser und drum ja auch Survival and Rescue oder Search and Rescue oder was auch immer Knife, weil es halt ein Universalwerkzeug ist. Es kann alles, aber nichts davon so richtig krass. Weil wenn es darum geht, du kannst mit dem Ding theoretisch, du kannst es hier hinten halten und dann hast du einen gewissen Hebel, mit dem du hacken kannst. Und das Ding hat auch genug Gewicht, dass hier vorne mit einer gewissen Schmackes Kraft gehackt wird. Ja, das geht. Das ist auch lustig und das macht auch Spaß. Und klar wollen wir als Mann ein großes Messer haben. Aber uns muss auch klar sein, diese Hackerei geht noch erheblich einfacher mit einem Werkzeug, was für Hackerei gemacht ist. Und allein schon meine Mini-Axt hier, ne? Das ist wirklich ein winziges Ding. Die hat in Sachen Hacken doch nochmal erheblich mehr Schmackes und hat natürlich auch eine ganz andere Klingengeometrie, weil es ja ein Beil
Keil bzw. eine Axt ist. Und will das Holz also auch, es ist spaltfreudiger. Also auch wenn es ums Batonieren und Spalten geht, da kannst du im Zweifelsfall die Axt auch auf Material setzen und mit dem Knüppel hinten drauf hauen und das dann durchs Holz drücken. Und das spaltet immer noch erheblich besser, als es sowas hier kann. Ja? Das muss einem einfach klar sein. Ein Messer, sofern es sich um ein spezialisiertes Messer handelt, ist es bestimmt ein tolles Werkzeug für die Sache, für die es gebaut ist. Zum Beispiel eben der Folding Hunter. Ne? Das ist eigentlich ein Messer durchaus zum Aufbrechen. Also sprich Tier aufschneiden und rausholen, was da so raus soll. Aber eben aufgrund der enorm scharfen und schnittfreudigen Klinge auch ein hervorragendes Schnitzmesser an mittelfesten Objekten, sage ich jetzt mal. Super, super hartes Holz. Dafür ist die Klinge schon wieder zu filigran. Ja? Aber geht durchs Holz, durch weiche Hölzer wirklich wie Butter. Sensationelles Schnitzmesser. Kann das nicht. Ja? Spalten, also kann das deutlich schlechter. Kann es auch. Man kann damit schnitzen, ja, aber deutlich schlechter als mit einem Folding Hunter. Dafür kann der Folding Hunter gar nicht spalten. Das hier kann ein bisschen spalten. Das Ding hier kann richtig spalten. Ja? Oder eine noch größere Axt, selbstverständlich noch krasser. Also es kommt einfach immer so ein bisschen drauf an. Es kann alles ein bisschen, nichts davon richtig. Als One-Tool-Option, wie der Engländer bzw. der Ami sagt, ist so ein SRK meiner Meinung nach schon ein tolles Messer. Vor allen Dingen, und jetzt kommt noch der Preisfaktor dazu, das kostet derzeit, meine ich, sowas knappe 80. War schon günstiger, aber Inflation hat sich auch im Messerpreis bemerkbar gemacht. Und knappe 80 Euro ist was, das ist Geld, ja, und das ist jetzt noch längst nicht ein Wocheneinkauf, aber der ist ja noch viel teurer heutzutage. Egal, jedenfalls, das ist schon Geld, ja, und das muss man schon erstmal übrig haben, um sich im Grunde sowas zu kaufen, was für manche Leute möglicherweise ein Spielzeug ist. Das ist ein schönes Messer, ja, also versteht mich nicht falsch, baulich gut, Größe prima, Handhabung schön, der Griff ist außerordentlich rutschfest, wenn du das in der Hand hast, das flutscht dir nirgendwo hin, da passiert gar nichts. Gibt Leute, die meinen, man müsste hinten am Griff noch Metall haben, das raussteht, damit man damit Nüsse knacken kann oder Muscheln knacken kann oder sonst was knacken kann, das kann man so zwar potenziell auch, aber man macht sich das Gummi, was hier hinten dran ist, halt sehr schnell kaputt. Stört mich persönlich nicht. Ich will weder Nüsse knacken, jedenfalls nicht mit dem Messergriff, noch irgendwelche Muscheln aufmachen. Aber ja, ne? Es hat hier übrigens noch ein Loch für ein Lanyard, wenn man da was durchziehen möchte. Das wäre ganz interessant, sich da so was Dickes hinten dran zu hängen, weil dann kann man das damit auch heben, also so dann quasi. Vor allen Dingen das Lanyard in der Hand haben und da hat man hier einfach nochmal einen anderen Hebel und kann mit etwas mehr Wucht hacken, ja, wer es braucht, ne? So, und ja, macht außerordentlich viel Spaß, kann, darf natürlich nicht. Ja, rechtlich gesehen sind Messer ja zu Selbstverteidigungszwecken nicht mitführbar. Ist aber natürlich trotzdem etwas, dass man, wenn man keine Alternativen hat und sich in einer entsprechend rechtlich korrekten Notwehrsituation befindet und zufällig so ein Messer rumliegt und die mildeste der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ist, um den gegenwärtigen Angriff abzuwenden, dann ist das natürlich durchaus ein Messer, was im Grunde ein Kampfmesser ist, auch wenn es nicht so heißt. Ja, für den einen oder anderen von uns mag das vielleicht mit ein Grund für die Faszination von dem Ding sein. Das ist sehr viel verkauft. Das ist mehr oder weniger ein Bestseller. Viele haben das. Viele sind damit zufrieden. Ja, ne? Kann man aber auch anderer Meinung sein. So, bisschen Performance in Sachen Holzbearbeitung bei größeren Holzstücken zeige ich gerade mal noch. Und ja, dann haben wir es im Grunde. Ne? Also ich kann es absolut empfehlen, wer sowas haben möchte. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, was soll ich damit? Ja, weil ich habe ein Beil, ich habe eine Säge, ich habe ein Schnitzmesser. Ich wüsste nicht, was ich damit anfange. Wer aber wirklich sagt, diese One-Tool-Option, ich möchte das nochmal ausführen. Wer sagt, ich will nur einen einzigen Gegenstand,
Prüfstand, den habe ich immer dabei, was schwierig ist aus rechtlichen Gründen bei dem Ding, ja, aber den habe ich immer dabei und mit diesem einen Gegenstand komme ich dann zur Not klar. Klar wäre es besser, mehr Gegenstände dabei zu haben, aber mehr Gegenstände habe ich eh nicht immer dabei. Ein Gegenstand kann ich immer dabei haben und dann soll es doch bitte eine One-Tool-Option sein, das ist so die Philosophie dahinter, die mir dann eben ermöglicht, mit dem einen Tool mehr oder weniger alles zu tun. So, dass die Klinge so schwarz bruniert ist, kommt natürlich auch aus dem taktischen Bereich einerseits und ist deswegen, damit man damit nicht gesehen wird, wenn man sich anschleicht, um jemanden zu messern, nur in Kriegsfällen und als Soldat, ja, nicht falsch verstehen. Und ja, dient natürlich auch als Korrosionsschutz. Das Ding ist nämlich rostend. Ich habe hier schon den einen oder anderen Rostfleck dran. Das wird man aufgrund der unzureichenden Kamera nicht groß gesehen haben. Aber kann man auch ganz einfach wieder abschleifen. Beziehungsweise hat für die Funktionalität erstmal wenig Bewandtnis und macht sich sowieso von alleine sauber, sobald man es ein paar Mal durchs Holz gezogen hat, weil man gerade was schneidet. Aber diese Brünierung, das sieht man hier auch schon so ein bisschen, die geht halt irgendwann ab, insbesondere an der Kante zuerst. Und irgendwann ist die komplett abgerieben und man hat ein blankes Messer mit Resten von diesem schwarzen Zeug dran. Das sieht dann scheiße aus. Also wer ein Messer rein aus optischen Gründen haben möchte, dann benutzt das entweder nie, dann bleibt schön. Oder schleift sich gleich von vornherein die Brünierung ab und dann sieht es gleich von Anfang an entsprechend blank aus. Und wem das lieber ist, ja, kann man dann wahrscheinlich sogar noch polieren und solche Späße. Habe ich alles schon gesehen. Gibt es alles im Internet. So, hier habe ich meine Werkbank. Hier habe ich mein Messer. Zack. Und hier mal ein bisschen frisches Haselholz. Ja, noch recht biegsam. Das ist natürlich entsprechend weich. Und da kann man jetzt mal gucken. Ne? Abgesehen davon, dass ich mehr die Birke treffe als die Hasel. Da kann man sich fragen, ob die Klopferei denn überhaupt so wirklich sinnvoll oder unbedingt notwendig ist. Wenn man auch schneiden kann. Aber ja. Zack. Ja, ne? Also das lässt sich recht einfach durchhauen, ist aber wie gesagt sehr weich. Morsche Birke. Ja, da fliegen die Fetzen. Und vermutlich könnte man die irgendwann auch durchbekommen, wenn man dann da den Willen hat, die durchbekommen zu wollen. Das geht alles, ja, wer das möchte. Hier habe ich zum Beispiel ein nicht morsches Stück. Ich weiß nicht genau, was das ist. Schwer zuzuordnen. Vermutlich Ahorn oder Kastanie, na, wahrscheinlich eher Ahorn. Also das ist wirklich noch richtig hartes Holz. Und da könnt ihr jetzt mal im Vergleich zur morschen Birke drunter mal ein realistisches Bild bekommen, was passiert, wenn ihr mit so einem Messer auf hartem Holz rumklopft, nämlich nicht viel. Hartes, trockenes Holz, ne? Also da passiert wirklich nicht viel. Irgendwann kriegt man das auch durch, aber das dauert eine ganze Weile. Ja, also es gibt deutliche Grenzen, was man hiermit tun kann und was man damit nicht tun kann. Die muss man halt einfach kennen, beziehungsweise wo es dann einfach keinen Sinn ergibt, zu versuchen mit dem Messer drauf rumzuklopfen, hier bei dem Holz, ja, und bei sowas. Klar, das kannst du per Klopfen schnell lösen. Zack, aber kannst du auch genauso gut schnell durchschneiden mit dem Schnitzmesser oder sowas in die Richtung. Drum, ja, ich bin insgesamt kein großer Fan vom Rumklopfen mit dem Messer. Dafür sind sie dann doch immer noch zu klein. Da ist eine Machete dann eine bessere Lösung. Aber trotzdem, wer sagt, ich möchte gerne mit meinem Messer hier sowas können, der findet so ein SRK bestimmt ganz gut. Ich hole mal im Vergleich mein kleines Beil. Nur mal so im Vergleich. Kleines Beil und Birke.
Also, da hätte ich mit dem Messer jetzt bestimmt noch 10 Minuten gefühlt gebraucht. Und hätte mich völlig verausgabt und scheiße wär's. Ja? Aber mit dem Beilchen geht das. So, sowas hier. Ja? Zack, durch. Und das war an der Stelle. Ne? Also, das ist kein Vergleich. Selbst so ein kleines Beil. Ja, seht ihr? Das hat bei weitem hier ein Feldverbrettler. Ja, hat bei weitem mehr Zerstörungskraft und bei weitem mehr Möglichkeiten als so ein SAK. Und von der Länge her ist das SAK sogar noch länger. Das Beil ist sogar noch kürzer. Klar, das wiegt mehr. Aber wenn du was hacken willst, dann nimm doch sowas mit. Ganz ehrlich. Ja. Das macht auch richtig Spaß. Da kann man richtig schön Material abtragen und kriegt sogar Bretter, sozusagen. Ja? Ist also wirklich eine ganz andere Nummer. So, reicht an der Stelle. So, dann haben wir es auch. Noch was. Wenn ich jetzt hier schon indirekt quasi Werbung für kleines Beil mache, mit kleinem Beil kann man übrigens auch schnitzen. Ja, das ist ein bisschen umständlicher, gebe ich zu, aber so viel schlechter als vom SRK ist die Schnitzperformance auch nicht. Die ist ein bisschen mühsamer, aber da kann man sehr wohl auch mit schnitzen. Ja, das muss man also auch erwähnen. Das ist also als Universalwerkzeug im Grunde genauso verwendbar wie ein SRK. Bei bisschen weniger Schnitzperformance, deutlich mehr Hackperformance und dann als Universaltool finde ich tatsächlich besser geeignet als ein relativ großes Messer. Ja, noch riesigere Messer, die sind dann halt eher eine Machete. Eine Machete hat auch ihren Anwendungsbereich, ne? Insbesondere im Dschungel, wo die standardmäßig verwendet werden. Man kann mit Macheten auch mal Holz bearbeiten, keine Frage. Ja, das geht alles, kann man alles machen. Ist halt die Frage, muss man das unbedingt machen? Beziehungsweise, wofür ist das gut? Ne? Also es ist ein schönes Messer, es ist ein schönes Werkzeug und es kann vieles und es macht Spaß damit zu hantieren und es ist hübsch, es ist irgendwo faszinierend, es ist sicherlich als Verteidigungswaffe potenziell sehr gefährlich, ja, auch als Angriffswaffe potenziell sehr gefährlich, aber das wollen wir selbstverständlich alle nicht, ne? Nur rein theoretisch und vielleicht ist das unterbewusst, ich will da niemandem was Böses unterstellen, aber vielleicht ist das unterbewusst schon auch mit ein Grund, weshalb solche Messer halt relativ beliebt sind, vielleicht, ja, ganz, ganz vielleicht, ja. Nochmal, ja, wer der Meinung ist, sowas zu brauchen und sowas haben möchte, da halte ich das SRK für eine insgesamt sehr valide Variante, weil vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Scheide, hier der untere Teil ist, glaube ich, aus Kydex, nennt sich dieses Material, habe ich mir sagen lassen. Wenn das was anderes ist, ist es mir auch wurscht. Diverse Bohrungen, diverse Löcher, um die an allen möglichen taktischen Rucksäcken zu befestigen, was in Deutschland eine schlechte Idee wäre, weil dann jeder sieht, dass du mit einem Messer, das du nicht da es drum rennst, ist also ja was fürs Ausland und man kann theoretisch das Ding hier hinten abschrauben und an einer anderen Stelle noch mal dran setzen, wenn man das aus irgendwelchen Gründen so haben möchte. Man kann im Prinzip das Ding hier, die Tragevorrichtung, komplett abschrauben, weil man es nur in seinem taktischen Rucksack haben möchte oder an dem Koppel seiner schusssicheren Weste oder was auch immer. Also da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Leute, die in militärischer Ausrüstung rumrennen. Außerdem, das Messer steckt, wenn es dann in der Scheide steckt, ziemlich sicher drin. Das fällt da so schnell auch nicht raus. Mit sehr viel Gewalt, wenn ich da jetzt mit riesiger Kraft schüttle, kann es passieren, dass es sich tatsächlich mal löst.
bist, will ich jetzt gar nicht unbedingt ausprobieren, aber das ist super unrealistisch, dass das mal passiert. Und dann kann man es zusätzlich hier noch mit einem Druckknopf sichern und dann kann da auch nichts passieren. Was ich auch noch ganz schön finde, wenn man es sich an den Gürtel hängen möchte, muss man einfach hier hinten den Klettverschluss aufmachen. Hängt es sich so an den Gürtel, macht den Klettverschluss wieder zu, Klett- und Druckknopfverschluss und dann hängt das so am Gürtel. Man kann es da also relativ einfach ranhängen, man kann es da auch relativ einfach wieder abmachen. Das wiederum hat in Deutschland sehr wohl seine Bewandtnis, weil du darfst das Ding ja nicht führen. Und wenn du es dir tatsächlich mal an den Gürtel hängst, dann wäre es vielleicht hilfreich, es da schnell wieder entfernen zu können, falls man sich einer Situation nähert, in der man nicht beim Führen von so einem Ding erwischt werden soll oder möchte. So, ja. Viel Palaver zum Messer, ist ja bei mir üblicherweise so. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie was davon mitgenommen und habt dazu eine Meinung. Dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Und ja, das wär's. Macht's gut. Und wer das Messer über den grünen Klee loben möchte, darf das gerne tun. Ich würde es ja auch empfehlen. Aber halt nur, wenn du weißt, was du damit anfangen möchtest. So, also tschüss.